jetzt also das Häuschen also, von Dalu. Das nächste Mal, wenn ich Dalu einlade, lade ich einen Tag vorher Manu ein. Also weiß ich erstmal 8 Stunden fahren hier. Was ist denn überhaupt letztes Mal entstanden, wo ich letzte Woche nicht da war? Nichts. Was ist denn irgendwie so ein Gebilde mit rotem Glas. Dieses Ding in der Mitte, dieses kleine, ja. Einstöckige. Ja. Wir hatten es gebaut, wir waren da letzte Woche. Ja. Bubble. Ah, ja, genau. Wer? Bubble Paule. Wer? Bubble Paule. Ah, jetzt sagt er mir was. Echt? Muss man den Namen öfter sagen, damit er das versteht? Ich versuche das gerade aufzulösen mit meinen schizophrenen Typen da. wo baust du gerade ab? Ja, das ist eine richtig gute Frage. Kennst du den einen Baum mit den vielen Blinden? Nein, keine Ahnung. In eine Richtung. Der eine kommt da, weißt du, der eine. Sag mir doch mal, welche Koordinaten du hast. Das könnte ich tun. Das kann er nicht, er weiß sogar nicht, wie es ist. Ich bin sogar an dem Knast, den Bubble Paule gebaut hat. Nee, den Knast hat er nicht gebaut. Ist von Minecraft. Ja, ich meine diesen rosa, mit den roten Scheiben. Ah, da. Ist den aber nicht das mit den rosa Scheiben, weil das hat Fanny gebaut. Nee, Fanny hat mit lila Scheiben was gebaut. Was hast du jetzt vor? Stimmt. Ich würde dem Brot geben wollen. Na, der hat Kekse. Was ist da drauf? Blauschimmelkäse. Und du magst ja mehr Rotschimmelkäse, oder? Nee, ich habe hier lecker Kekse bekommen. Kekse, die würde ich nicht essen. Davon haben wir keine mehr. Mensch, wir brauchen wieder noch Kakao. Genau. Willst du jetzt nein, Kekse haben wir eine ganze oder soll ich dir helfen voll. Irgendwo oder so? Weil ich habe keinen Bock, mein Schiff zu machen. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ja, was willst du mir helfen? Ich baue einfach ganze Zeit nur Stein und Holz. Ja, aber ich mag einfach nur sein angucken. Schiff nicht weiterbauen. Das weiß ich. Das hast du bei Gestrand schon immer gemacht. Ja, ach, guck mal. Der Pirat baut einfach nichts zu Ende. Kannst du mal ein bisschen mehr mit dem Arsch wackeln, Dalu? Warte. Ja! So, ne? Ja, Schwarz. Da freuen sich meine männlichen Zuschauer. Da freuen sich meine männlichen Zuschauer. So, jetzt reicht aber, sonst muss er extra zahlen. Ja, PayTV. Oh, PayTV mit Dalu-Karte. So, ich stibitze mir immer hier die Bäume einfach. Oh, guck mal, hier liegt ein Apfel. Wer hat denn hier Setzlinge fallen lassen? Und dann war Stille auf Erden. Es wird dunkel. Ey, komm mal her, Freundchen. Gib mal nachher bitte wieder. Danke. Aber damit geht's besser. Träum weiter und ausloggen. Du darfst sie erst ausloggen, wenn die hier vorbei ist. Ich hab mir die Axt auch nur geklaut, von daher. Ich weiß nicht, von wem die gehört. Die war in so einer Kiste. Ach, jetzt habe ich keinen Cobblestone dabei. Ja, dann mach ich's aus Holz. Aber ich guck dir lieber zu, wie der Abboss das ich selbst mache, weißt du? Ja, mach nur. Doch professioneller. Dalu, denk dir mal eine Frage aus, eine ganz beschissene. Eine Frage? Eine lustige. Eine lustige Frage, ja. Und die auch noch beschissen sein soll. Die auch noch beschissen sein soll. Ja. Eine lustige, beschissene Frage. Die man lustig beantworten kann. Ja. Wie wirkt die Farbe gelb auf euch? Nee, das geht gar nicht. Verpieselnd. Darum ging's ja gar nicht. Ich soll mir selbst eine Frage stellen, ja, das ist ja super. Nein. Du kennst das ist das Problem. Wir ziehen jetzt gleich einen wahllos aus dem PS rein und den stellst du die Frage. Verstehst du? Nee, habe ich nicht verstanden. Kannst du mir das in einer Frage stellen? Gucke mal, wir hatten zum Beispiel mal einen Zuschauer gehabt, den haben wir ganz freundlich gefragt, an welche Frisur er gedacht hat, als er zum ersten Mal seine Arschhaare entdeckt hatte. So. Jetzt mehr, was wird geantwortet, schön ist. Glatze. Fokuhila. Glatze ist auch gut. Und wir brauchen halt einfach Fragen mit Niveau. Mit was? Ja. Das gibt's ja nicht. Ausverkauft. Gab's nie. Achso, also deine Frage hast du, ja? Nee, hab ich noch nicht. Gib mir noch okay. Welche? Mit dem Gelb. Achso, eine andere Frage. Dann denk dir eine andere Frage. Ja, du kannst jetzt okay, ich weiß auch schon, wen ich reinziehe. Nein, warte, das ist nur eine Ja- oder Nein-Frage. Das ist dumm. Nee, das geht, muss ja Jussi eine offene Frage sein. Ja, eben deswegen, ja. Frag ihn doch einfach mal, vielleicht wäre es so eine Anregung, welche alternative Verhütungsmethode, die es noch nicht gibt, könnte er sich vorstellen zu entwickeln? Was? Jetzt dumm, das hast du dir ausgedacht. Schade. Würde ich jetzt auch nicht nehmen. Na, weiß ich nicht, eine Spirale für einen Mann oder so? Hä? Muss man sich auch einführen? Keine Ahnung, mein Gott. Irgendeine Frage, es muss doch was Lustiges sein, was bei rauskommt. Ich meine ganz ehrlich, Fragen wie, welche scheiß Farbe hat ein
Schlumpf, wenn man ihn wirkt, ist ja... Wie würden Stühle aussehen, wenn wir die Kniescheiben hinten hätten? Das wäre gut! Das ist gut, das ist sehr gut! Okay, ich suche jetzt einen aus vom TS und ziehe den hier rein. Kopfkino an. Irgendein. Und denk dran, es ist bestimmt wieder ein League of Legends Typ. Ich weiß schon, wen ich reinziehe. Pass auf. Jetzt ist er da. Hallo Maru! Hallo? Der Daluk möchte dir eine Frage stellen. Und du musst sie möglichst lustig beantworten. Pass auf, Maru, hier. Wie würden Stühle aussehen, wenn wir die Kniescheiben hinten hätten? Ja. Genauso. Ja! Nein. Das war die lustigste Antwort, die ich ever gehört habe, ehrlich. Maru, gib dir mal Mühe jetzt. Ich muss erst überlegen. Ich huste so lange. Ich hab das letztes Mal schon eine seltsame Frage gestellt. Echt, haben wir? Nein. Ich hab den Maru letztes Mal schon reingezogen. Ich will tun. Ja. Den hatten wir reingezogen gehabt, kurz nachdem ich erschlagen wurde. Aber diesmal hab ich reingezogen, weil du gerade Gast bist. Das ist schon in Ordnung so. Ja, aber ich finde das wirklich interessant, wie die aussehen würden. Wahrscheinlich wären das Stühle mit Thrombosestrümpfe oder sowas in der Richtung. Man weiß es nicht. Sehr viel Beinfreiheit auf jeden Fall. Was? Sehr viel Beinfreiheit auf jeden Fall. Die brauchst du ja gar nicht. Die kriegen ja nach oben weg, die Beine. Das kannst du nicht unter den Tisch stellen. Ja, stimmt. Da musst du so Beine, so wie beim Frauenarzt, solche Beindinger vorne drauf, wo du sie drauflegen kannst. Oh, nee, oder? Aber dann sitzt man doch eigentlich permanent auf seinen eigenen Eiern, oder? Nee, da fühlt man sich permanent wie beim Frauenarzt. Ist doch scheiße. Keine Ahnung, ich bin ja ein Mann, aber es ist halt... Wie fühlt man sich dann beim Frauenarzt, Fee? Darf man sowas fragen? Ja, normal. Für mich ist das normal. Dann ist es doch nicht scheiße, oder? Ja, aber es ist schon nicht so angenehm. Weiß ja nicht, ob ihr wisst, was beim Frauenarzt passiert. Das wollen wir jetzt auch nicht wissen. Maru, ich danke dir. Vor allem der Maru nicht. Der Maru möchte selber wieder gehen. Aber Maru, du kannst übrigens auch selber gehen. Ich hab dir jetzt VIP gegeben, ne? Hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen, ja. Aber ich schieb dich trotzdem noch. Tschüss. So. Ja, stimmt, wir haben ja letztes Mal schon reingezogen, ne? Und den, da haben wir jetzt keine Antwort bekommen, obwohl das auch sehr schwierig ist. Ja, wir ziehen einfach einen anderen rein, versuchen den eine Antwort zu. Ja, aber jetzt haben wir die Frage ja schon. Das macht egal. Ja. Egal. Wie wär's Recycling. Mit Maru? Aber es gibt dann noch viel mehr dumme Fragen. Ja, du könntest auch eine andere stellen, ich bin da nicht so. Ich zieh jetzt einen rein. Wen hatten wir noch nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Nicht Kirito-san, den hatten wir schon. Kirito Kuna ist ja, soll ich mich da reinziehen, wollte ich gerade fragen. Oh Gott. Nee, wir nehmen, Ich hatte die Befürchtung, Maru war der lustigste von allen heute. ich nehme jetzt mal... Bitte kein LOL-Spieler. Ich nehme Tech, der steht im Blacklight. Hatten wir das mal auch schon einfach. Du was trinken. Ja, der war gut. Ja, meinst du? Aber. Hallo, Tech. Hi. Dörr, hallo. Du weißt, wo du bist? Nee. Gut. Oh, da war's auch noch Fleisch. Du bist bei uns live in der Aufnahme gelandet. Ah, okay. Und wir versuchen dir eine lustige Frage zu stellen und du müsstest die so lustig wie möglich beantworten. Okay. Du kriegst keinen Preis. Gib dir ja Mühe. Und okay, stellst du dir die Frage der Dalu. Okay, ich stelle jetzt nochmal dieselbe Frage, weil wir keine lustige Antwort gehört haben. Okay. Wie würde ein Stuhl aussehen, wenn wir die Kniescheiben hinten hätten? Und keine Ahnung zählt nicht. Nice. Hinten. Nimm dir ruhig Zeit, um dir eine Antwort zu überlegen. Stell dir es auch mal vor. Also ich würde sagen, es wäre dann ganz normaler Stuhl, der steht vorne, wo man vorne die Beine runterhängt, in der Mitte zwei Löcher hat, wo man schön die Beine runterhauen kann, ne? Aber er muss das nicht weh. So, ihr habt dann so eine Platte, wo zwei Löcher drin sind, wo man die Beine durchhauen kann. Und dann sitzt man einfach nur mal drauf, ne? Aber er muss grün sein, oder? Nee, ich weiß nicht. Ich fände ja ein geiles Rosa besser, ne? Ja, aber grün ist das einzige Mögliche. Ja, findest du? Ja, die Farbe ist der Schlüssel zum Erfolg. Darfst du nicht vergessen. Ja, stimmt. Und du musst da wieder rauskommen. Stimmt. Stell dir mal vor, du musst kacken gehen auf einmal. Und du kommst da nicht mehr so schnell raus. Stolperst du nur zwei. Und dann hast du einen rosa Stuhl und du rufst die Feuerwehr. Ist das ein Bein? Boah, direkt, ja. Du kannst erst mal rausschauen. No homo, aber no homo. Bei dem Stuhl müsste auch noch so ein geiles Loch rein, wo einfach mal kurz so. Ja. Man müsste den Stuhl einfach so umfunktionieren als Klo. Das wäre viel geiler. Ja, da musst du nicht wieder aufstehen. Das ist der Gamerstuhl. Oh ja, sowas nie wieder duschen, nie wieder aufstehen zum Kacken, wie geil ist das? Ganz ehrlich, ich stell mir jetzt gerade die GEMA vor, die nie wieder duscht und nie wieder aufsteht zum Kacken. Das passt
Hervorragend. Oh mein Gott. Ja, das habe ich mit dem Leben gebraucht. Ja, ja, auf jeden Fall hast du Maru in der heutigen Antwort geschlagen, also das war schon viel besser. Hoffnung! Ja. Ist der Blacklight oder was? Ich hab grad LOL gespielt, eben Blacklight. Ja. Jetzt geht's weiter mit Dark Souls. Aber stell dich also in LOL spielen? War? Ja, was spielst du denn gerade für ein Champ? Hab gerade mit Van gefeedert. Sehr gut, dann schieben wir dich weg, weil du ein Feeder bist, so. Tschüss! Ciao! Mann, nee, mit Feedern halten wir uns nicht, das geht ja gar nicht. Warum dann der Maru, ne? Der hat, So, das war doch mal eine gute Antwort. Ja. Wenigstens hat sich da mal jemand Gedanken gemacht. Ja. Hallo, Fee. Hallo. Aber leider ist hier mit dem Riesenbaum passiert, Alter. Nicht wahr sein. Ich weiß nicht. Ach, ja. Ich baue da gleich mein Baumhaus rein. Apropos Maru, ist das nicht der, der macht auch Videos auf deinem Kanal, ne? Richtig. Gute oder machst du die guten? Nee, er macht meistens, oder da ich eigentlich, ich hasse Singleplayer-Spiele. Deswegen macht er die meistens. Und ja, und er spielt halt, ne, ich bin ja COD-Spieler, er spielt Battlefield und so funktioniert das ganz gut. Ich hasse auch Strategiespiele, so wie Banished. Deswegen macht auch Maru das. Ah ja. Banished ist ein gutes Game. Und wie, wenn du nochmal auf mich schießt, gibt's Ärger. Ich bin gar nicht in deiner Nähe, Mann! Hallo, du schießt da hinten, ich hab deinen Namen gesehen. Na, ernsthaft nicht. Ich bin in der Mobfalle. Nein, ernsthaft nicht, du stehst da. Nein. Doch. Ich hab einen Zaubertisch gerade in die Mobfalle reingestellt, ja, weil ich was am Verzaubern bin. Ja, ja. Hast du es aufgenommen, sonst zählt das nicht als Beweis. Muss ich gucken, ob... Warte. Egal. So, also, du spielst nicht das Singleplayer-Spiel, sondern das macht alles Maru. Bin ich verstanden. Ja, im Normalfall schon. Also ich spiele, wenn ich ein Singleplayer-Spiel spiele, dann muss es irgendwie eine bekannte Serie sein. So wie die Zelda-Spiele, Metal Gear oder Resident Evil. Aber so die neuen Spiele spiele ich alle selber nicht. Metal Gear. Ja, Singleplayer-Spiele sind auch langweilig, da kann man niemanden umbringen. Das ist unser erstes Ziel, ja, als Let's Player Leute umbringen und deshalb spielen wir auch so viel Singleplayer. Killerspiele. Ich spiele Assassin's Creed und werfe Leute vom Kolosseum. Okay. So kennen wir die Boys, wie die Boys lebt und lebt. Ja. Weißt die Leute. Und am liebsten den Razamun, wenn er mir mal unter die Finger kommt. Welches Spiel? Assassin's Creed. Spiel ich nicht. Egal, irgendein Razamun finde ich und den werfe ich dann vom Kolosseum. Bitte jetzt, einer von euch macht sich jetzt in der Comp bei Assassin's Creed jemanden, der gut ist und zwar nennt er sich Razamun und macht die Voice bitte fertig. Danke. Nimm das ein bisschen als Video auf, schick das mir und ich halt so. Mietfest, hör auf. Ich sehe deinen Namen, ich bin Admin, ich sehe deinen Namen da. Auch wenn du unsichtbar bist, kannst du so lange rumlaufen, wie du willst. Bin nicht unsichtbar. Ja, dann versteckst du dich halt dahin, aber ich sehe deinen Namen trotzdem. Sag mir, wo du bist und ich komm her. Hin. Eben war, er beim Viergewind. Ja, ich hab ihn da gesehen, Voice. Du kamst ja auch aus der Richtung. Ich mag Bäume fällen. Jetzt brauche ich... Was brauche ich denn? Ich hasse dieses Schiff. Warum brauchst du eigentlich immer noch an diesem Schiff? Ja, soll ich damit aufhören oder was? Ja. Ich hab, Die nächste Version wird noch besser. Die wird noch größer und noch schlechter. Ach, du machst noch ein drittes Schiff? Natürlich. Ich baue nur noch Schiffe, bis ich rausfliege. Das wirst du nicht schaffen. Oh, wird wohl bei drei bleiben. Es wird dunkel. Ab ins Bett. Bist du blöde? Ja, ein bisschen. Ich zünde den scheiß Wald hier an. Geh ins Bett jetzt. Hey! Oh, mein Kopf explodiert. Entschuldigung, Boys. Ich zünde das Feld an. Okay. Nass! Ich zünd dein Schiff an! Ja, mach! Dann fang ich neu an. Wer ist jetzt noch nicht im Bett? Gut, mach ich. Ich hol mein Feuerzeug und das ist das erste, was ich mache, ist dein Schiff anzünden. Wer ist noch nicht im Bett? Ich bin irgendwo in der Wildnis. Wo ist denn mein Feuerzeug? Ach, da. Ah, ja, alle waren im Bett, gut. Hey! Ich wollte gerade ins Bett kommen. Komm, wir zünden dein Schiff an. Ja, als olympisches Feuer oder was? Olympia ist vorbei. Ganz ehrlich, Mief hat das erste Mal angezündet, brauchst du ihn nochmal anzünden. Ein Segel fehlt ja schon. Danke, Mief. Mief war es ja ein Unwetter. Ja, genau. In seinem Hirn. Unwetter in Miefs Hirn. Ja, so ein scheiß Taifun irgendwie. Außerdem würde das zweite Schiff gar nicht abbrennen, weil da ständig irgendwo Dirt dran klebt. Toll, habe ich die Dirt geredet. Weil die Dirte da dran klebt, die Dirte. Was macht denn die Dirte da dran? Dirte! Verstehe ich nicht. Die 1 Rudolf Kunze Hirte.
Aber es kennt ja von euch keine Reinhard Grebe. Weil das ein Kack-Berliner ist.